Und wir auch eigentlich ohne Lösung jetzt nicht wieder nach Hause fahren. Oder nicht eigentlich, wir können ohne Lösung nicht wieder nach Hause fahren, weil sonst, wir haben einen Strukturbruch in der Landwirtschaft, viele Betriebe stehen vorm Aus. Wir sind das auch, wenn für die, die jetzt nicht hier sind, wir sind es auch unseren Berufskollegen jetzt schuldig, hier nicht locker zu lassen. 29. Januar 2021, 14.21 Uhr. Anni und Martin im Gespräch mit André Wolf. Hallo, guten Tag. Heute Morgen gab es zwei Gespräche mit zwei Politikern. Mit wem habt ihr gesprochen und wie liefen diese Gespräche ab? Ja, wir haben gesprochen mit Johann Saathoff, das ist SPD-Bundestagsabgeordnete. Der kommt ja bei uns oben aus Ostfriesland. Die hat mich angerufen, wenn dann Ostfriesen in Berlin sind, gerade mit dem Trecker, dann finde ich ganz gut, dann suchen die immer das Gespräch. Also das war ein sehr angenehmes Gespräch. Also wir sprechen bei uns, sagen wir zu sowas auch Klönschnack. Einfach mal eben, man kann sich ja mal austauschen. Ja. Ich denke, dass das informativ auch für beide Seiten war. Von daher sehr positiv. Und das in ganz lockerer Runde, das ist dann auch, ich sag mal, entspannt, nicht anstrengend oder so. Es ist wichtig, dass wir mit Politikern sprechen und das sind so Sachen, kleine Fortschritte, sag ich mal, die wir hier dann leisten. Ja. Das. Der zweite Politiker, mit dem wir dann gesprochen haben, war Christian Dürr. Der kommt ja aus dem Oldenburger Land, ist für die FDP im Bundestag. Der hat ganz klar seinen Standpunkt gegenüber der Landwirtschaft hier kundgetan und auch das fand ich sehr gut, damit man eine Einschätzung hat, wie das der Gegenüber einem, sag ich mal, entgegenkommen kann oder wie auch immer, wie die Meinung ist, wie man vielleicht auch jetzt weiterkommt. Wir haben ja gewisse Ziele, die wir hier auch erreichen wollen und auch ein sehr entspanntes Gespräch, auch relativ lockere Runde, sag ich mal. Er hat viel berichtet, er hat viel zu uns. Wir haben auch hier und da Fragen gestellt und hat aber auch immer ausführlich und vernünftig geantwortet. Von daher, also wir kommen langsam Schritt für Schritt, kommen wir weiter. Wir sind aber ja immer noch sehr verdrossen und da stimmen uns auch andere Politiker zu, dass das eigentlich nicht sinnvoll ist, dass wir hier beim Umweltministerium immer noch auf Resignation stoßen, also auf Ablehnung kann man auch sagen, pure Ignoranz, um das mal ganz deutlich zu machen. Hier ist die Frau Schulze ist nicht bereit, mit uns zu sprechen. Wir hatten dann eventuell um den Herrn Flassbart gebeten, den Staatssekretär. Auch da keine Resonanz, von daher wir bleiben. Du sagtest, der FDP-Politiker habe seinen Standpunkt klar gemacht. Welchen Standpunkt vertritt er? Also er steht hinter uns Landwirten. Er ist absolut für eine starke deutsche Landwirtschaft. Das ließ sich schon raushören. Er ist jetzt nicht im Agrarausschuss. Das hat Gero Hocker hier gemacht. Er ist aber schon wichtig auch für uns, für die Betriebe im Oldenburger Land, dass sie dann einen starken Vertreter haben im Bundestag, denke ich. Und also er steht ganz klein der Landwirtschaft auch mit guten Argumenten, weil er einfach sagt, die deutsche Landwirtschaft ist ein starker Wirtschaftszweig in Niedersachsen, der zweitstärkste nach der Automobilindustrie, in Kloppenburger Land mit Abstand der stärkste Wirtschaftszweig. Auch da, wir haben doch nochmal darauf hingewiesen. Wir sind zwar nicht viele Betriebe, wir sind ja nur noch gut 250.000 Betriebe in Deutschland, aber an jedem Betrieb hängen etwa 10 Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich. Das ist sehr viel. Eine eurer Forderungen war ja auch, dass ihr Planungssicherheit bekommt, dass ihr wissen könnt, jetzt, wenn ihr investiert, dass das in 2-3 Jahren der Stall, die, weiß ich nicht, was auch immer, die Biogasanlage, noch den Standards, den Ansprüchen entspricht. Wurden da schon Zugeständnisse gemacht? Wird es in den Bundestag getragen? Sicher, wurde, es wurde immer gesagt, also dass sowas dahin getragen wird, nur konkret ist eigentlich nichts. Also wir haben, dass da jetzt wirklich mal gesagt wurde, was dabei rauskommen kann, ist absolut nicht gewesen. Also Zugeständnisse ja, also dass sie es rantragen wollen, dass sie auch dafür sind, für so eine Planungssicherheit. Das ist auch ja wichtig, sag ich mal, wenn man viel Geld investiert,
Und das können wir, wir wollen das, wir stehen hier vom Umweltministerium, Schutz für Mensch und Umwelt, nachhaltiges Wirtschaften. Also dafür stehen wir, wir müssen so wirtschaften. Wir wirtschaften ja nicht heute und morgen, wir wirtschaften einfach in Generationen. Da sind viele Familienbetriebe, die sind seit Generationen werden die Familien geführt. Und wenn wir nicht nachhaltig wirtschaften würden und nicht mit im Einklang mit Mensch, Natur und Umwelt wirtschaften würden, dann würden wir nicht in diesen Traditionen bestehen können. Wir wirtschaften mit der Natur und das muss man noch mal ganz deutlich sagen. Also wir haben ja nichts davon, Insekten sterben zu lassen oder unsere Böden zu verseuchen. Das ist nicht in unserem Sinne, weil nur mit einem guten Boden und mit ordentlich Flora, mit einer ordentlichen Flora, Fauna und auch mit ordentlich Tierschutz und mit, wenn es den Tieren gut geht, nur dann können wir auch wirtschaftlich arbeiten. Und das ist natürlich als Wirtschaftsbetriebe auch eins unserer Kernziele, dass wir vernünftig wirtschaftlich auch arbeiten. Wir müssen auch davon leben, sag ich mal. Und wie gesagt, wir stehen da voll mit hinter. Also wir haben auch ja, Gruppen, mit denen man sagen muss, wo wir auch Assoziationen haben können, wo wir eigentlich gar nicht so falsch oder unterschiedlich in der Meinung sind, was wir eigentlich wollen. Das Problem ist einfach nur, dass die Durchführung, und das hat auch der Christian Dürr deutlich gesagt, die machen Gesetze, die Verantwortlichen in der Politik machen Gesetze für Umweltschutz zum Beispiel, die aber im Endeffekt nicht für Umweltschutz sorgen, weil da ein Problem nur verlagert wird in andere Länder. Das ist beim Tierschutz nicht viel anders. Ein einfaches Beispiel, Käfighaltung bei den Hühnern ist vor 7-8 Jahren mal verboten worden hier. Ja, dann sind hier die Stallanrichtungen ausgebaut worden. Dann haben sich die fürs Ausbauen haben sich da osteuropäische Länder die Stallanrichtungen hier weggeholt, sind da wieder aufgebaut worden und produzieren da jetzt günstig Eier in Käfighaltung und stecken da wahrscheinlich sogar noch eine Henne mehr rein, wie was hier damals erlaubt war. So, und das ist halt nur eine Verlagerung des Problems. Und das sind einfach Sachen, da wollen wir drauf aufmerksam machen. Das können wir nur in Gesprächen, wir versuchen es jetzt über Medien, so wie hier auch. Wir können es aber auch bei der Politik, das haben wir jetzt aber auch gemacht und das klappt hier ganz gut und wir müssen sowas auch der Frau Schulz und auch dem Umweltministerium kundtun und auch in Gesprächen das vermitteln, dass das so einfach nicht geht, wie die das vorhaben. Frau Klöckner sprach vor 2 Tagen davon, es hätte Corona-Hilfen für die Landwirtschaft gegeben. Gab es diese Hilfen? Wie hoch waren sie? Kamen sie an? Also diese Corona-Hilfen für Landwirte. Das ist ja schön, dass wir in dem Topf mit drin sind. Und ich und auch viele andere hier haben das mal vom Steuerberater prüfen lassen. Und da wir auch immer durch zum Beispiel Getreideverkäufe monatliche Schwankungen in der Erlössituation haben, sind die meisten Betriebe nicht berechtigt, Empfänger für Corona-Hilfen zu sein. Kam bei dir persönlich eine Corona-Hilfe an? Nein, wir haben gar nicht beantragt, weil das kam mit dem Datum blöd hin, wann die Getreide, es gibt ja die Vergleichsmonate und es kam mit dem Datum einfach blöd hin, wann wir eine Getreidegutschrift kriegen. Einmal war es im Monat davor, im Vorjahr und jetzt war es der Referenzmonat. Ja, dann war es halt blöd. Dann war da, obwohl wir riesen Einbußen haben und ein riesen Minusgeschäft im Moment fahren mit fast 2000 Euro, was wir jeden Tag mitbringen zur Arbeit bei uns im Betrieb. Konnten wir einfach keine Corona-Hilfe bekommen, weil das sehe ich auch als Problem, weil die Antragstellungen mit den Vergleichsmonaten und sowas, das passt einfach nicht beieinander. Das ist ganz blöd gemacht und noch schlimmer finde ich, dass doch teilweise bei den Verantwortlichen der Politik, sei es im Finanzministerium oder sonst wo, nicht zwischen Umsatz und Gewinn unterschieden werden kann. Das ist das größte Problem. Auch in anderen Bereichen der Gesellschaft oder im Mittelstand, dass der Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn doch wenig zu Fehlinterpretationen führt, was die Corona-Hilfen angeht. Wir sprachen im Vorgespräch über Hilfen für die Landwirtschaft oder Gelder, die der Landwirtschaft bereitgestellt werden, die aus dem Steuerpott gezahlt werden. Das waren, ich meine, 140 Euro. Pro Person, die Steuern zahlt, gehen an die Landwirtschaft. Was kommt davon bei euch an? Ja, das
es gibt ja die gemeinsame Agrarpolitik. Das ist EU. Und 114 Euro, so hat es ja damals Svenja Schulz auf der Großdemo im November 2019 hier gesagt, pro Bundesbürger wird jedes Jahr für diesen Topf bereitgestellt. Und sie hat damals gesagt, bekommen die Landwirte diese 114 Euro. Also von diesem Topf bekommen die Landwirte nur einen kleinen Bruchteil. Erstmal ist es ja so, dass Deutschland der größte Einzahler ist, sodass auch Gelder dann anderweitig verteilt werden. Was aber viel wichtiger ist, dass aus der ersten Säule, das ist ja Agrar, die Betriebe, dass wir kriegen dann einen Teil von, aber dann sind da auch Holdings, große, teilweise auch Lebensmitteleinzelhändler und Gewerbebetriebe, Möbelhändler, die Riesenflächen aufkaufen, die da Prämie erhalten, und aber auch Naturschutzverbände, wie zum Beispiel der NABU, ist ein Riesenempfänger für Agrarsubventionen. Und dann geht auch noch ein großer Teil an Geldern in die zweite Säule, wo dann zum Beispiel Projekte wie Dorferneuerung und sowas, wo da Gelder hinfließen. Das ist einfach, dann ist das sachlich falsch, wenn sie, oder fachlich falsch, wenn sie uns gegenübersteht und sagt, jeder Bundesbürger zahlt 114 Euro im Jahr an euch, was habt ihr eigentlich so ungefähr? Und sowas ist dann, führt auch immer dazu, dass ganz viele Leute sowas in den Medien hören, aufgreifen und dann sagen, ja, die Bauern, die kriegen ja so viel Prämien und sowas. Wir wollen es gar nicht haben. Wir können es behalten. Wir lassen es weg. Wenn wir vernünftig bezahlt werden für unsere Produkte, wenn das alles ordentlich bezahlt wird, brauchen wir das nicht. Das ist damals eingeführt worden, diese Prämie, um die Lebensmittel für den Verbraucher möglichst günstig zu halten. Dafür sind diese Prämien erstellt worden. Und das dürfen die Verbraucher auch an dieser Stelle nicht vergessen, dass das eigentlich für die Verbraucher gemacht wurde. Wir brauchen die nicht, wir wollen die nicht. Da hängt auch ein wahnsinniges Kontrollapparat. Ein Großteil des Geldes wird auch ja verbraucht für die Kontrollen, für die Dokumentationen, die dahinter stecken. Wir kriegen das Geld auch hier nicht einfach so überwiesen. Da hängt euch ja was dran mit Cross-Compliance und so weiter. Das ist ein großer Verwaltungsapparat, der da auch draus finanziert werden muss. Was für einen Hof hast du? Wo arbeitest du? Ja, wir kommen aus Ostfriesland und betreiben dann Hof mit Sauen, Ferkelaufzucht, Jungsauenvermehrung und Mast. Wir haben ein geschlossenes System. Alles, was bei uns geboren wird, wird auch bis zum Ende, sag ich mal, bei den Mastschweinen dann halt bis zur Schlachtung. Und bei den Jungsauen bis zum Verkauf an die Betriebe, wo die nachher dann als Ferkler, die normalen Ferklerzeuger, wo die Sauen dann kaufen bei uns, übers Zuchtunternehmen, bleiben die dann bis zum Ende der Aufzucht bei uns auf dem Hof. Und das ist eigentlich ganz gut, weil wir brauchen dann nicht groß mit Ferkel umherfahren. Dann machen wir Ackerbau, ganz breit aufgestellt, Weizen, Roggen, Gerste. Ja, ab und zu bauen wir ein bisschen Hafer an, dann machen wir Rüben, Mais, machen diverse Saatgutvermehrungen, Gras- und Sommerraps zum Beispiel, und sind auch breit aufgestellt, dann machen wir ein bisschen Rauf- und Handel, und haben einen kleinen Lohnbetrieb als Dienstleister. Ja, das ist unser Kerngeschäft. Und wie sieht es bei dir, welche Probleme hast du finanziell? Kannst du den Hof an deine Kinder weitergeben? Ja, das liegt jetzt dran, was hierbei rauskommt. Also wenn das so weitergeht, wir haben im Moment einen riesen Preisverfall. Ich habe das schon mal deutlich gesagt, wir bringen knapp 2000 Euro mittlerweile mit fast am Tag, weil Futterkosten gestiegen sind und die Wertschöpfung halt schlecht geworden ist bei den Schweinen. Erstmal der Preis, und dann noch durch Marktverschiebungen sind die teilweise zu schwer auch und fallen dann aus der Maske, gibt es nochmal Preisabschläge. Und das führt zu wirtschaftlichen Problemen, die so nicht mehr lange zu tragen sind. Also wenn jetzt nicht kurzfristig irgendwie was passiert, dann kann ich den nicht weitergeben. Ich bin verheiratet, ich habe einen Sohn, der könnte das ja mal weitermachen. Würde mich auch freuen, wenn der Betrieb in Familienhand bleibt, noch eine Generation weitergeführt wird. Nur das ist einfach, die Bedingungen müssen passen. Und dazu gehört auch nicht nur das, also im Kern natürlich das Wirtschaftliche, aber dazu gehört auch das Menschliche. Das habe ich bei dem Gespräch mit Frau Klöckner auch nochmal angesprochen. Wir haben Landwirtschaftsgesetz von 1955, was alle 4 Jahre einen Bericht macht, wo verglichen wird, ob
sag ich mal, unsere privaten Standards oder wie wir dann leben, sag ich mal, die sozialen Standards, ob die auch mit Bürgern, normalen Bürgern übereinstimmen, ob es da Benachteiligungen gibt. Und also ich sehe das im Moment nicht mehr so, dass wir da auf dem gleichen Level sind. Also Urlaub kenne ich nicht, Freizeit auch nicht. Es gibt Tage, wo ich meinen kleinen Sohn, obwohl ich zu Hause arbeite, beziehungsweise dann auf dem Feld, wo ich den 2-3 Tage am Stück nicht zu sehen kriege, weil ich einfach morgens ganz früh raus und dann irgendwann nachts wieder nach Hause komme. Und jetzt fragen sich einige, wie das dann kommt, dass ich mich hier hinstellen kann. Ja, wenn ich das nicht mache, also wir kämpfen ja hier für unsere Höfe und wir müssen es einfach. Das ist, wir haben 16, 18 Stunden Arbeitstage und von daher ist es passt nicht mehr beieinander. Tja. Wie alt ist dein Sohn? 2. Der wird jetzt im März 2. Ist noch jung, aber ich bin auch noch nicht so alt und schauen wir mal. Er ist auf jeden Fall schon fanatisch auf Trecker. Wie sieht die Rente aus, wenn man 365 Tage im Jahr 16 bis 18 Stunden arbeitet auf dem Hof? Ja, Bauernrente ist lächerlich. Dann gehst du nachher mit 600 Euro im Monat nach Hause. Also wir müssen uns auch irgendwie zusätzlich Renten versichern. Das war sonst immer so, dass dann, das ist ja das Schöne, wir arbeiten ja in Generationen. In der Regel sind euch ja die ganzen Generationen mit auf dem Betrieb. Wenn wir die weichenden Betriebsleiter, sag ich mal, die ältere Generation, wenn die vom Hof geht, dann unterstützt natürlich der Übernehmer, der Erbe, der unterstützt dann die weichende Generation im Regelfall. Nur es kann ja nicht sein, dass eigentlich der Betrieb dann noch, das ist ja wie eine Zahllast dann in dem Moment, ist ja auch dann eingetragen in der Regel als Grundschuld, dass der Betrieb dann noch eine Generation, sag ich mal, über Wasser halten muss, obwohl ja da 40 Jahre fix gearbeitet wurde und einbezahlt wurde. Das sind alles, also es gibt so viele Sachen, was im Moment eigentlich schief läuft. Das größte Problem sind im Moment diese ganzen Verordnungen, die wir noch übergestülpt kriegen sollen oder teilweise so wie Dünger vorhin noch schon übergestülpt bekommen haben. Das alles zusammen führt halt dazu, dass die Erlössituation so schlecht ist und dass wir eigentlich nicht mehr können. Wir haben Preise wie vor 30, 40 Jahren im Mittel, also im 3-5 Jahresmittel, ist das eine Seitwärtsbewegung und alles ist teurer geworden. Technik ist teurer geworden, wir müssen effizienter werden, weil die Arbeitskräfte auch teurer werden. Und deswegen, wenn jetzt einer sagt, hier, oh, die Bauern, den kannst du nicht schlecht mit den dicken Treckern, ja, wir arbeiten da jeden Tag mit. Und das ist einfach, um die Arbeitskrafteffizienz einer Arbeitskraft zu steigern, haben die eine gewisse Größe. Die werden hier nicht aus Jux und Dollerei gekauft, da stehen auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen hinter und sowas. Und wenn wir bauen mit Tierwohl und sowas, wir haben bei uns auch viel Tierwohl, wir machen Raufuttereinsatz, wir füttern mit Maissilage die Schweine, was im Moment noch so eine Lücke ist, aber wir probieren es aus, wir machen es und haben es für gut befunden. Wir machen ja schon viel. Und das Bauen wird aber auch in dem Moment immer teurer. So ein Mastplatz, der kostet ja heutzutage fast das Dreifache wie vor 15 oder 20 Jahren, wenn wir bauen. Das liegt einfach daran, der Stein ist ein bisschen teurer geworden, den wir brauchen, aber wir brauchen halt auch erheblich mehr Steine, mehr Platz und so weiter. Das macht auch nichts. Wir können das alles und wir wollen das ja auch wohl. Nur es muss entsprechend bezahlt werden. Und das ist die letzten Jahre einfach auf der Strecke geblieben. Wie lange bleibt ihr noch in Berlin? Ja, weil ja hier Resignation, hatte ich ja schon gesagt. Also gar nichts von kommt und wir auch eigentlich ohne Lösung jetzt nicht wieder nach Hause fahren. Oder nicht eigentlich, wir können ohne Lösung nicht wieder nach Hause fahren, weil sonst, wir haben einen Strukturbruch in der Landwirtschaft, viele Betriebe stehen vorm Aus. Wir sind das auch, wenn für die jetzt nicht hier sind, wir sind es auch unseren Berufskollegen jetzt schuldig, hier nicht locker zu lassen. Also die erste Verlängerung ist beantragt bis zum 7.2. und danach schauen wir mal nochmal 4 Wochen oder so. Also da müssen Lösungen hier definitiv. Jetzt fangen ja auch die Medien an zu berichten. Die Presse hat schon berichtet, am Anfang noch gar nicht, aber so jetzt die letzten Tage dann wieder.
Was sagst du über die Medienberichterstattung, über euren Protest, über euer Anliegen? Also, wenn mir gesagt wird, wir haben freie Medien, und das hatte der Politiker vorhin auch noch mal betont, dann muss ich dazu ein kleines Dementi geben. Denn wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender einen Text rausgibt zu einer Veranstaltung von uns oder zu einem Gespräch von uns, wo eine Ministerin nicht ganz so gut dasteht und dieser nach etwa 2 Stunden dann aus dem Netz genommen wird, dann muss ich sagen, wir haben irgendwo doch ein bisschen eingeschränkt hier, eingeschränkten Journalismus, was ich sehr schade finde. Zum anderen muss ich sagen, diese Diskussion um die Fahne wird ja jetzt wieder hochgepusht. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist auch ein Stück weit Tradition. Wir identifizieren uns in keinster Weise mit Rechten, mit Nationalismus, mit Verschwörungstheorien, sonst, also wir überhaupt nicht. Und von daher, ja, mein Ansporn an die Medien, berichtet mal über das, warum wir eigentlich hier sind und nicht von außen sich irgendwelche Leitbilder suchen hier. Ich wäre glücklich drüber, wenn wir noch mehr Medienpräsenz bekämen, einfach auch um die Bevölkerung zu informieren, wo eigentlich der Schuh drückt. Hier, viele kommen hier auch und fragen und sagen, sie finden es gut, dass wir jetzt aufstehen und sagen, geht nicht mehr. Weil doch vielen, auch in den Gesprächen wird das deutlich, die Lebensmittelsicherheit in Deutschland wichtig ist, dass wir uns versorgen können. Das wird eingeschränkt, das muss man auch mal deutlich sagen. Also die Absicherung mit Lebensmitteln, wenn jetzt nochmal so ein Strukturbruch und wieder viele Betriebe wegfallen, machen wir uns vermehrt abhängig auch vom Ausland. Unter anderen Standards produziert. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt sinnvoll ist. Ich denke nicht, wenn es so gewollt ist, denn man to, aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir uns hier zumindest grundlegend erstmal versorgen können. Einfach auch, um krisenfest dazustehen. Und diese Standards, die auch ja von der Bevölkerung, so scheint es, gewollt sind, können wir die auch umsetzen hier vernünftig. Und tja. Uns haben viele Nachrichten erreicht, nachdem wir von euch berichtet haben, die sagten, Mensch, Bauern, legt doch alles nieder, macht doch die Füße hoch und arbeitet erstmal gar nicht, lasst den Hof sein. Wie reagierst du darauf? Also wir sind doch keine Landwirte, um jetzt die Füße hochzulegen. Was sollen wir denn machen? Füße hochlegen heißt ja, wir müssen jetzt den Tierbestand, alle schlachten oder was, das geht nicht. Da sitzt generell, zum Beispiel bei uns, oder auch bei vielen Milchviehbetrieben, da sitzt Generationen Arbeit an Zucht drinne. Also diese Zuchtarbeit, das ist über Generationen entstanden. Das können wir nicht einfach auf Eis legen. Wir können jetzt nicht sagen, hier wie so ein Motor, sag ich mal, wir machen jetzt den Stecker raus und dann ist er aus oder eine Maschine. Wir können nicht einfach so jetzt das Ganze jetzt abblocken oder einen Lieferstopp oder sowas. Das wird nicht funktionieren. Du hattest gerade die Fahne angesprochen, als du über die Berichterstattung geredet hast. Was haben denn diese Medien für ein Problem mit dieser Fahne? Wir können das gar nicht nachvollziehen. Das ist, so wurde uns das gesagt, das Symbol der Bauern. Kannst du nochmal was dazu sagen und das den Zuschauern erläutern? Weil es jetzt auch im Tagesspiegel und vielen Medien, also zum Beispiel gelesen, der Tagesspiegel hat gestern geschrieben, das sei eine antisemitische Fahne oder ein antisemitisches Symbol und hat auch von Nazi-Hintergrund geschrieben, also und andere Medien ebenfalls. Vielleicht kannst du es ja nochmal klarstellen. Also, viele beginnen mit der Fahne irgendwo 1929, wenn ich das richtig meine, in der Geschichte. Die Fahne gab es aber vorher auch schon und wir sind da im Bereich vorher. Vorher war das einfach so, das Schwarz steht für den Boden, der Flug für unsere Arbeitsgeräte und das Schwert für den Zusammenhalt. Da gab es damals Landvolkbewegungen, die da Proteste unter dieser Fahne gefahren haben. Dann später war es ja so, dass hier und da auch wo mal Ausrutscher passiert oder wie auch immer, da gab es ja Zwangsenteignung und dann haben sich Bauern zusammengeschlossen und sind dagegen vorgegangen. Wenn die dann auf die Höfe kamen und wollten das alles beschlagnahmen, dann sind die Nachbarn gekommen und dann wurde da mit Missfolgen und sowas sich gegen gewehrt. Das
lange ist es her. Damit wir identifizieren uns damit nicht. Wir sind nicht gewaltbereit oder sowas. Wir sind auch überhaupt nicht rechts. Wir sind nicht rechts, nicht links. Landwirte stehen immer in der Mitte, politisch. Und zum Nahsozialismus oder zu Nazis, wir werden ja teilweise ja in die Nazi-Ecke geschoben. Also da war diese Fahne damals verboten. Genauso wie in der DDR, die auch verboten war. Das muss man mal ganz klar so sagen. Also diese Fahne war in Diktaturen verboten und in Demokratien war die erlaubt. Jetzt auch in der Demokratie, ja, Bundesrepublik Deutschland, ist die Fahne erlaubt, muss man mal ganz klar sagen. Ja, muss man ganz klar sagen. Die ist verfassungsschutzrechtlich geprüft worden. Und der Verfassungsschutz hat bei Nutzung dieser Fahne keine Bedenken geäußert. So, ja, und deswegen verstehe ich diese ganze Diskussion nicht. Ich denke, ich weiß, wo das Problem liegt. Die wollen uns jetzt in die rechte Ecke stellen, damit die Ruhe von uns haben. Das ist das. Die wollen einfach Ruhe von uns haben. Aber wir geben keine Ruhe mehr, weil es geht hier wirklich um Existenzen. Und der Bericht, den du angesprochen hast, das interessiert mich jetzt ja schon. Ist das, also der ist gelöscht worden, weil das, also da ist wirklich ein öffentlich-rechtlicher Bericht wieder gelöscht worden. Ja, also es gibt dazu den Link mit dem da ein kurzer Ausschnitt vom Text dabei. Da steht auch noch ein Satz drin, dass Frau Klöckner da abgewichen ist in dem Gespräch von den Kernthemen. Und wenn man dann den Link öffnen möchte, dann kommt nur, Seite existiert nicht mehr, Fehler 404. Ja, Fehler 404, das ist bekannter Code. Ich sag jetzt mal, jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß, Fehler 404, ja genau. Unerfreulicher Inhalt, unerwünschter Inhalt. Ja, ja, das so. Sind Sachen, ne? Da müssen die Medien auch stark jetzt der Politik gegenübertreten. Ich weiß, dass das für die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht nicht ganz so einfach ist immer, aber... Für euch ist es ja auch nicht einfach. Nee, für uns ist es auch nicht einfach. Jeder muss ja seinen Mann stehen. Ist das schon einfach? Im Moment ist es auch für alle nicht einfach. Aber wir stehen hier auch. Wir haben auch ganz klar gesagt, wir wollen jetzt nicht hier eine Corona-Demo oder sowas machen. Wir stehen hier für unsere Sache ein. Hier geht es um unsere Höfe, um nichts anderes. Einfach um unsere Höfe. Was berichtest du deiner Frau, wenn ihr mal am Abend telefoniert nach den Demonstrationen? Was habt ihr für Gespräche mit den Bauern, die nicht hier sein können, weil sie arbeiten müssen? Ja. Ja, wir versuchen immer, erstmal erfahren die natürlich viel durch so Sachen wie dies jetzt, sag ich mal. Das teilen YouTube. Wir dann auch wohl mal. YouTube, Facebook, dann versuchen wir mal Streams hinzukriegen über Kanäle bei Facebook. Wir haben da zum Beispiel einen Berufskollegen, der hat einen Facebook-Kanal, über den machen wir das dann von hier aus. Das klappt sehr gut, einfach um die Berufskollegen auf den aktuellen Stand zu bringen. Und ja, in Telefonaten, ja, man spricht darüber, was ist gewesen, was macht ihr, aber in Wirklichkeit, es ist ja außer ein paar Gesprächen noch nicht viel passiert. Leider. Und wenn jetzt die Männer hier aus Ostfriesland und anderen Teilen Deutschlands hier demonstrieren in der Hauptstadt in Berlin, sind es dann schon auch die Frauen, die zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern? Ist ja Homeschooling, also da fällt ja mehr Aufwand und Arbeit an als sonst in normalen Zeiten. Meine Corona-Zeit ist ja für alle Menschen eine Belastung, gerade auch für die Familien, weil die Schulen, die Kindergärten zum großen Teil geschlossen sind. Da fällt ja schon mal extra Arbeit an, denn die Kinderbetreuung, die einem sonst eben vom Staat abgenommen wird, vom Bildungssystem. Und jetzt sind die Männer auch noch in Berlin, die Kinder sind nicht in der Schule, also dann der Hof muss ja auch noch gemacht werden. Also denke ich schon, fällt für die Frauen mehr Arbeit an als sonst, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist ja zum Beispiel meine Mutter mit auf dem Betrieb und dann meine Frau. Und die machen das gut. Und wenn dann habe ich nur einen... Der konnte kein Freigehen, der füttert jetzt zum Beispiel dann. Dann habe ich für die technischen Sachen zwei Mann eingewiesen. Der eine hat zum Beispiel auch selber einen Hof und muss halt Kühe melken und konnte hier nicht mit her. Da habe ich gesagt, pass mal auf, wenn dann bei uns was ist, dann kannst du das. So machen wir das auch dann unter Berufskollegen, dass wir uns gegenseitig helfen, dass dann, wenn einer wirklich aus irgendwelchen Gründen nicht kann, dass er zumindest für den anderen Betrieb dann zur Verfügung steht. Und mit Homeschooling, also das ist ja bei den, trifft die Bauern ja auch, ne? Also dass jetzt die Kinder der Bauern nicht mehr in die Schule gehen oder in den Kindergarten, ne? Und dann halt auch zu Hause
wahrscheinlich betreut werden müssen. Natürlich. Natürlich, aber da wir in der Regel ja auch zu Hause arbeiten, ist das nicht ein Riesenproblem. Das Problem ist immer dann, wenn die beim Homeschooling daneben sitzen müssen. Ja. Wir haben da ja, uns ist ja noch nicht ganz zwei, sag ich mal, wir haben mit Homeschooling jetzt noch nicht viel zu tun. Aber ich weiß auch von Berufskollegen, sicherlich ist das hier und da auch eine Mehrbelastung. Das größte Problem in der Landwirtschaft beim Homeschooling ist aber, dass die Internetverbindung überall so schlecht ist. Ah ja, ach so, ja. Technik, Standort Deutschland, ja? Ja, also bei uns zum Beispiel, also wir haben regelmäßig Minimum einmal die Woche einen Totalabbruch über 5-6 Stunden. Wenn dann gerade Homeschooling ist, natürlich Katastrophe. Also wir sollen alles machen, auch auf dem Acker hier, GPS und RTK und Section Control und dass das wirklich effizient alles ausgebracht wird. Nur uns fehlt da der Breitbandausbau und das Mobilfunknetz, vernünftiges Mobilfunknetz einfach auch dafür, dass wir das machen können, dass es auch stabil läuft und nicht alle 100 Meter in Störungsmodus geht, weil das Signal abgebrochen ist. Also 5G auf dem Acker ist noch nicht Realität auf dem Land? Nein. Kein Highspeed 5G. Bei uns zu Hause zum Beispiel, wir haben ja noch nicht mal, also wir fallen zwischendurch in der Bitrate auf unter 1000, was das Internet angeht. Das ist ja nicht mal LTE, ist ja nicht mal 4G. Nee, das ist nix bei uns. Das ist ja nicht mal 3G. Nee, das ist 4 Kilometer Überlandleitung. Uralt, also das ist auch so ein Ding, sag ich mal. Wenn wir alles machen sollen, dann müssen wir auch die Netzanbindung für alles haben. Oh, das waren wir noch gar nicht bewusst. Das ist jetzt mal ein neues Thema, den wir nachgehen. Ja, wir haben ganz viele Sachen. Das ist Breitbandausbau auf dem Land. Ja, da werden dann Dörfer angeschlossen, ist ja richtig. Nur wir Landwirte sind ja auch oft noch außerhalb des Dorfes. Naja, alle Felder sind ja außerhalb des Dorfes. Die Felder, ja, aber auch die Betriebe an sich. Ja, ja. Selbst auf den Betrieben ist ja das Internet sehr, sehr schlecht. Man braucht ja Satellitenverbindung, ja? Aber ist ja auch teuer, Satelliten. Auch Katastrophe. Ja, ja, auch alles Katastrophe. Also das heißt, da müssen ja noch ein paar Trecker vor das Wirtschafts- und Ministerium stellen, ne? Oder die sind, glaube ich, zuständig für den Breitbandausbau. Wenn es danach geht, dann müssen wir noch viele Ministerien anfangen, wo überall Probleme liegen. Also ich denke mal, wir müssen jetzt erstmal anfangen, dass wir wieder vernünftig wirtschaften können. Und dann machen wir uns an die anderen Themen ran. Also wir haben viel auf der Agenda. Und ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal Richtung Ziel kommen. Okay, ja, da wünschen wir, Anni und ich, viel Erfolg, auch für Proteste. Also nochmal zusammenfassend, die Demonstration wurde verlängert, jetzt erstmal bis zum 7.2. Also es endet nicht am Sonntag, sondern vorläufig bis zum 7.2. Ja. Okay, dann erstmal vorläufig bis zum 7.2. viel Erfolg und ja, ja, das danke. Die Politik auch irgendwie auf euch eingeht, hoffen wir mal. Ne? Ja, das zu hoffen. Anni und Martin im Gespräch mit Andreas Wolf. André Wolf.